Herzlich willkommen, ich bin Babsi von Babsis Bastelwerkstatt und ich freue mich, dass ihr jetzt wieder dabei seid bei Teil 2 von unserem Teamvideo vom Teamgeist. Es ist so, bei der Team-Challenge Teamgeist machen wir immer zu einem bestimmten Thema unsere Ideen, die zeigen wir euch in den Videos und ich bastel mit euch immer meine Idee dann dazu nach, dann könnt ihr das auch basteln, wenn ihr das möchtet. Und das Thema von unserer Team-Challenge ist jetzt dein Liebling aus dem Herbst-Winter-Katalog. Und ich habe mir gedacht, also ich konnte mich überhaupt nicht entscheiden, gell? Und habe mir gedacht, okay, ich entscheide mich jetzt dann doch für ein Halloween-Projekt und habe mir da das Stempelset Boo to You rausgesucht, weil ich das total süß finde. Mit den kleinen Monstern und finde, da kann man schön was draus machen. Habe mir auch was ganz Cooles überlegt, das zeige ich euch gleich. Weil die ganzen Sachen zu Weihnachten, die ich auch wunderschön finde, ich habe ja ziemlich viele Favoriten aus dem Herbst-Winter-Katalog, die zeige ich euch in den Weihnachtsvideos. Und deswegen machen wir jetzt eine Halloween-Verpackung, weil es wahrscheinlich dieses Jahr die einzige Halloween-Verpackung wird, die ich euch zeige. Und was ich mir da so gedacht habe, ist ein Süßigkeitenaufzug sozusagen. Ich habe jetzt mal eine Schokolade reingemacht, so einen Schokoladenriegel, weil sich der jetzt nicht so sehr verhakt. Eigentlich hatte ich da nämlich Haribos drin, die hatte ich zusammengetackert, beziehungsweise die Verpackung ist eigentlich für die Lakritze. Die habe ich auch zusammengetackert und für das funktioniert es auch ganz gut, aber es hat sich jetzt vorher mit den Haribos ein bisschen verhakt, weil die ein bisschen breiter sind und deswegen habe ich das jetzt mal getestet. Also so ein Schokoriegel passt da super auch, also das ist ganz, ganz klasse. Und der Clou an dieser ganzen Ziehverpackung ist hier vorne diese Boo-to-you-Türe, so eine Sargtüre. Und hier hinten kommt dann das Gruselmonster raus. Wow! Und das Ganze ist verschlossen mit einem kleinen Magneten. Ich habe zuerst gedacht, ich mache hier innen auch noch was rein, so ein Spruch oder so. War dann aber irgendwie doch dagegen und habe mir gedacht, nee, wir machen das einfach so. Aber wenn ihr euch das gefällt, dann könnt ihr das natürlich auch machen. Okay, und wer... Hier im Hintergrund ist noch geprägt. Ich hoffe, ihr seht es gut. Das ist mit einer wunderschönen Schablone, die ich auch ganz, ganz toll finde. Und wer aber sagt, das ist mir zu aufwendig für Halloween, der kann die Verpackung einfach auch so gestalten, dass er sich die Figur einfach ausstempelt und dann mit der Sonnenstanze ausstanzt und nur draufklebt. Ich finde, da braucht es gar nicht viel mehr Deko. Ich finde, das ist total schön so. Und wer sich diese Mühe eben machen möchte mit der Tür, ist auch gar nicht so schwer, ist ganz schnell gemacht. Der hat eben hier noch so einen kleinen Clou. Wow. Okay, und wie ich das gemacht habe, das zeige ich euch jetzt im Video. Ich habe auch für das Video schon ein bisschen was vorbereitet, dass es nicht zu lang dauert und jetzt legen wir einfach mal los. Wer sich wundert, ich habe mich übrigens umgezogen, weil ich jetzt quasi die Videos in zwei Stücken gedreht habe. Teil 1, unbedingt, das wollte ich ja eigentlich gleich am Anfang sagen, Teil 1 zu diesem Video, wo ihr die ganzen Favoriten von meinen Teammitgliedern seht, von meinen Teammädels, die verlinke ich euch jetzt hier oben unter dem weißen i. Da könnt ihr nochmal gucken, was denn meine Mädels so alles gebastelt haben. Lauter, lauter tolle Karten. Super Sache. Okay, los geht's. An Material, an Papier habe ich einmal Reststücke in Seidenglanz verwendet und den Farbkarton in Anthrazitgrau. Das wären die Bestellnummern, wenn ihr die braucht. Und was ich noch gemacht habe, also ich habe mich jetzt zu der Halloween-Reihe, ich habe da jetzt ein paar Favoriten quasi aus dem Katalog für mich ausgewählt, habe ich einmal diese Särge. Da gibt es ja diese vorgeschnittenen und vorgestanzten Särge. Die sehen dann so aus. Total cool und furchtbar praktisch, finde ich, gerade für Halloween. Ist das ganz schnell zusammengeklebt und ein bisschen verziert und kann man gleich an die Kinder weitergeben. Die haben die Bestellnummer 150451, falls ihr die braucht. Und das sind 12 Stück drinnen. Immer Deckel und Boden. Das verwende ich in dem Video. Dann das Boo to You. Oh, das habe ich gar nicht groß ausgeschrieben. Es hat die Nummer 150550. Als Bestellnummer, falls ihr das braucht. Das finde ich wirklich total süß und das kann man so schön kolorieren. Da habe ich mir jetzt einfach das Boo-to-you hier schon mal aufgestempelt. Das Ganze habe ich aufgestempelt mit der Memento-Tinte und ausgestanzt mit der 1-Inch-Kreisstanze. Okay, und habe mir auch schon das Monster, was wir uns gleich innen rein machen, aufgestempelt und ausgemalt mit den Blends. Und ansonsten machen wir jetzt alles zusammen. Genau. Und wie gesagt, wer das einfach nur so ausstanzen möchte, der kann das einfach mit dieser Sonnenstanze machen. Das ist die Bestellnummer. Da passen die Monster alle drei ganz gut drauf. Die Füße kann man ein bisschen abschneiden, aber das passt perfekt so, finde ich. Finde ich total schön so.
Okay, dann legen wir los. Den Farbkarton in Anthrazitgrau habe ich mir zugeschnitten auf 26 cm mal 7 cm in der Breite. Und gefalzt ist das Ganze jetzt auch schon bei 13 cm. Und ihr bekommt dann 3 solche langen Verpackungen aus einem DIN A4 Papier raus. Okay, und wir starten jetzt als allererstes mit unserer Sargtür. Ich habe jetzt für diese Verpackung einfach den Deckel genommen von diesen Särgen und nehme jetzt eben für die zweite Verpackung den Boden. Dann bleibt mir da keiner übrig und da schneide ich mir jetzt einfach ein bisschen was ab. Und zwar einmal diesen unteren Bereich, das hier alles, das hier und das hier. Also es bleibt am Ende nur noch das hier stehen und dieses kleine Eck schneide ich auch weg. Seht ihr ja jetzt gleich. Aber dann haben wir einfach nur die Türe. Und falls ihr das jetzt nicht habt, dann könnt ihr das natürlich auch ohne diese Särge machen. Also die muss man jetzt dann nicht unbedingt dafür haben, um die Verpackung zu basteln. Man kann sich so eine Sargtür ja auch einfach selber aufzeichnen und basteln. Das ist ja gar nicht so schwer. Sieht dann einfach nur so aus. Und diesen Bereich hier, den kürze ich mir auch noch ein bisschen zu. Und dann nehme ich mir jetzt einfach nur mein Abreißklebeband, klebe mir das jetzt einmal dahin. Dann weiß ich ungefähr, wie breit ich mir den Streifen schneide. Und schneide mir das jetzt hier einfach so ab. Kann sein, dass wir dann nachher eh noch ein bisschen was wegnehmen müssen, aber so. So sieht meine Vorlage für die Türe schon mal aus. Also das kann man sich auch ganz gut selber zurechtschneiden, wenn man das jetzt nicht hat mit diesen Särgen. Wenn ihr es aber habt, dann könnt ihr das natürlich ganz gut nutzen. Okay, und dann zeichne ich mir jetzt das auf und schneide mir quasi meinen Bereich jetzt schon mal rein, wo dann nachher diese Türe auf und zu geht. Und dazu nehme ich mir jetzt ein Lineal und mache mir einfach nur eine Hilfslinie hier unten hin, so einen Zentimeter über meiner Falzlinie. Ich zeige euch das gleich mal nach. Also ich möchte hier unten ungefähr, seht ihr den Strich, einen Zentimeter haben, bis dann meine Türe losgeht. So ist es hier auch. Hier unten dieser Bereich, das ist so ein Zentimeter. Und dann lege ich mir hier meine Türe an, klappe mir diesen Bereich, den ich mir nachher anklebe, einfach nur nach oben. Schau, dass die Tür einigermaßen in der Mitte ist und mache mir da einfach nur eine Linie hin, wo ich das jetzt dann schnell aufschneide. Ich zoome euch mal ganz kurz ran, dass ihr das gut sehen könnt. Also hier unten ist meine Linie, diese 1 cm Linie bis zu meiner Falz. Und hier ist quasi dieser Bereich, den ich mir einfach nur markiere, damit ich weiß, wo ich das dann schneiden kann, damit ich mir da nachher die Türe da einhängen kann. Ich hoffe, das ist einigermaßen verständlich erklärt. Und jetzt scroll ich euch wieder raus oder zoome euch wieder raus. Ups, war vielleicht ein bisschen viel. So. Okay. Und noch ganz kurz, also ich möchte das nachher so haben, so zu haben, deswegen guckt da, wo oben und unten ist. Und jetzt nehme ich mir einfach nur ein Cuttermesser und schneide mir hier diese Linie einmal zu. So, einfach schnell die Schneideunterlage geschnappt und dann, ich finde, es geht mit dem Cuttermesser wirklich sehr gut. Aber passt natürlich gut auf, dass ihr euch nicht in die Finger schneidet. Beziehungsweise habe ich hier ein Skalpell. Ich finde, mit denen geht es ganz gut. Okay, jetzt nehme ich mal meine Tür und halte mir die mal so rein. Es kann nämlich sein, dass ich nur ein bisschen größer machen muss, genau. Soll da einigermaßen gut reinpassen, also noch ein Stückchen. Achtung, gell, auf die Hand aufpassen. Das müsste aber passen. Ja. Und jetzt seht ihr, passt hier die Türe wunderbar rein. Und wir können gleich weitermachen mit dem Rest. Ich kürze mir jetzt das hier auch noch ein bisschen. Ich schräge mir das so ein bisschen ab. Und so klebe ich mir das nachher gleich hinten ran. Hinter meine Verpackung. Cuttermesser oder Skalpell zumachen und nicht irgendwo im Chaos hier liegen lassen, beziehungsweise in unserem total aufgeräumten Bereich.
Wenn ihr mein Ordnungsvideo zum Thema Ordnung beim Basteln gesehen habt, dann muss ich immer lachen, wenn ich dann wieder ein Chaos hier habe. Aber ich gebe mir wirklich Mühe, dass es gut klappt. Okay, und jetzt will ich mir die Big Shot und wir prägen. So, ich zoome euch nochmal ganz kurz ein bisschen raus. So, also dieses Schnörkelgitter, das ist eine Prägeform aus dem neuen Herbst-Winter-Katalog. Das ist auch eins meiner Highlights. Die finde ich total schön. Die kann man auch super später weiterverwenden. Das muss ja nicht so Halloween sein oder so, sondern das ist auch fürs ganze Jahr irgendwie, auch für eine Hochzeit oder für alles Mögliche super geeignet. Und da mache ich es jetzt so, da lege ich mir jetzt mein Papier so ein, dass dieses Stampin'-Abzeichen oben ist. Wenn ich es andersrum mache, also so habe ich dann diese Prägung nach oben. Wenn ich es andersrum mag, wären diese Linien nach unten, das zeige ich euch auch gleich. Aber ich lege es jetzt nach oben ein, so gefällt es mir ganz gut. Und ich lege mir das so ein, dass es hier genau an der Kante liegt. Und präge mir das jetzt. Die Prägeunterlage ist so, dass ich einmal die dicke Grundplatte habe, eine Acrylplatte, meine Prägeform und nochmal eine Acrylplatte drüber. Diesen Adapter hier, den braucht ihr dann nicht. Der ist nicht dabei. Und dann kurbel ich mir das einfach einmal durch. Seht ihr, was ich meine? Jetzt sind die Linien nach oben. Und wenn ihr es andersrum macht, dass dieses Stampin'-Abzeichen auf der Rückseite wäre, dann wären die nach unten und dann wird es so ausschauen. Ich weiß nicht, ob man das in der Kamera gut sieht. Und jetzt nehme ich die andere Seite, lege mir das wieder so ein, dass das Stampin'-Abzeichen auf der Oberseite ist, wieder an die Kante und kurbel mir das Ganze noch einmal durch. Und so sieht das Ganze jetzt aus. Ist also meine Verpackung im Prinzip schon fertig. Was ich jetzt vergessen habe und eigentlich vorher machen wollte, ist, dass ich mir die Radiergummistriche vorher nochmal wegradiere. Geht aber jetzt nachträglich auch noch ganz gut. Und jetzt schnappe ich mir die 1/2 Inch Kreisstanze und stanze mir hier oben einfach durch beide Seiten durch, ungefähr in der Mitte ein Loch. Das ist dann für unseren Aufzug. Eins von diesen beiden brauchen wir noch, also nicht wegschmeißen. Das ist dann hier diese Öffnung für den Aufzug, wo das Band durchgefädelt wird, dass man das dann so schön da rausziehen kann. Dann klebe ich mir als nächstes die Tür ein. Dazu nehme ich jetzt einfach hier das Klebeband, diese Schutzfolie weg, fädel mir das hier so ein und klebe mir die Tür jetzt einfach mal so auf. Kann man sie jetzt schön auf und zu machen. Und jetzt, wenn man jetzt hier an der Seite einen kleinen Überstand hat, bei mir ist jetzt ein ganz, ganz leichter Überstand von der Türe, die kann man sich da einfach ganz gut wegschneiden. Und dann klebe ich mir einfach auf die Verpackung gleich zusammen mit dem Klebeband. Hier passe ich eigentlich nur auf, dass ich das möglichst am Rand mache. Wenn ihr euch jetzt so einen Schokoriegel verpacken wollt, dann ist das super mit so einem breiten Klebeband auch. Wenn ihr jetzt aber auch diese Haribo-Päckchen verpacken wollt, dann würde ich euch eigentlich sogar empfehlen, dass ihr hier noch ein dünneres Klebeband nehmt. Also da gibt es ja das hier, das ist noch ein bisschen dünner. Und das nehme ich immer ganz gerne, wenn ich so Verpackungen habe, wo hier einfach noch ein bisschen mehr Platz sein muss. Da kann ich euch das mal in die Infobox setzen, dann seht ihr, wo ihr das bestellen könnt. Aber wie gesagt, für die Schokolade passt das jetzt ganz gut. Ich mache jetzt hier nochmal eine Schokolade rein. Also die Schutzfolie ist störrisch, jetzt ist sie unten. Eine Sache noch, wenn ihr jetzt nicht wollt, wenn ihr das aufmacht, dass man hier den Magneten sieht. Das sieht man jetzt bei mir ja, also hier ist er schön verdeckt, aber hier sieht man ihn. Könntet ihr euch jetzt den Magneten auch hier in den Untergrund kleben, also hier auf die Rückseite unterhalb von der Tür, hier in die Innenseite. Ich kann das jetzt nicht machen, weil meine Magnete sind nicht stark genug. Wenn ich das gemacht hätte, dann würde das jetzt nicht mehr halten. Also ich habe es versucht, dass ich noch eine Papierschicht darüber mache, dass man das nicht sieht, habe ich einfach
einen von diesen ausgestanzten Teilen drüber geklebt, aber dann ist es nicht mehr zugegangen. Deswegen lasse ich es so und mich stört das jetzt auch nicht großartig. Wenn ihr aber starke Magnete habt und sagt, ich möchte es nicht, dass man das sieht, das soll so eine Zaubertür werden, dann klebt euch jetzt den Magneten hier an, bevor ihr das hier zusammenklebt. Also ich probiere das jetzt mal. Ich weiß jetzt nicht, ob es dann noch schließt, aber das probieren wir jetzt einfach mal mit meinen Magneten. Das sind so Mini-Magnete. Vielleicht klappt es ja doch. Vielleicht wäre nur eine zusätzliche Schicht zu viel gewesen, aber das, vielleicht geht es ja. Okay, und dazu nehme ich mir jetzt einfach mal meine Magnete und nehme mir einen Glue-Dot. Ich merke mir jetzt die Stelle, oder ich kann ja eigentlich mit dem oberen, boah, wir dürfen es jetzt nicht zusammenkleben. Ich kann jetzt mal mit dem oberen Griff anfangen. Den habe ich einfach so gemacht, dass ich da einen Klebepunkt hinten auf mein ausgestanztes Kreisteil von da oben gemacht habe. Und da setze ich mir jetzt einfach den einen Magnet unten drunter. Und da mache ich jetzt nochmal einen Klebepunkt drauf auf meinen Magneten und klebe mir den jetzt mal vorne auf die Türe drauf. Als Griff sozusagen. Ein bisschen weiter oben, ja, aber so passt eigentlich auch. Okay, und dann nehme ich meinen Magneten und halte mir den jetzt auf die Unterseite hin. Okay, es geht. Passt perfekt. Und muss mir jetzt hier nur noch einen Kleber drauf machen. Also wieder einen Klebepunkt draufsetzen. Vielleicht habt ihr auch selbstklebende Magnete, dann spart ihr euch das alles. Und dann quasi eigentlich hier nur so drüber gehen und da merkt man schon, wo der eigentlich von alleine kleben bleibt. Und da klebe ich mir jetzt meinen Magneten auf. Und jetzt, damit nachher meine Verpackung, die ich hier reinpacke, also entweder den Schokoriegel oder die Haribos, dass die dann nicht hängen bleiben, klebe ich mir einfach ein bisschen Tesa darüber. Das sieht man ja nachher nicht mehr, aber dass das dann ja nirgendwo hängen bleibt, die Verpackung, ist es einfach nur so ein kleiner Schutz. Okay, und dann können wir unsere Verpackung schon zukleben. So. Und jetzt gucken wir mal. Haben wir hier die Türe, die sich unsichtbar verschließt. Cool, oder? Hi. Perfekt. Gut, und dann können wir jetzt mal an den Aufzug gehen. Da habe ich mir jetzt einfach ein schwarzes Band noch genommen, was ich jetzt noch so habe. Und dann nehme ich mir jetzt einfach mal hier die Schokolade raus. Die wird jetzt hier einfach so einmal umschlungen und in unsere Verpackung gebaut. Und dann fädel ich mir jetzt einfach meine zwei Bänder, eines vorne durch meine Ausstanzung und das andere hinten durch. Ich habe euch schon mal so einen Schokoladenaufzug gezeigt. Das kann ich euch jetzt mal verlinken. Das war, glaube ich, eine herbstliche Verpackung. Also das passt ja jetzt natürlich auch ganz gut zum Thema. Aber man kann das natürlich mit allen möglichen Sachen machen. Und jetzt, wenn es mir jetzt reicht hier oben, ich muss mal gucken, wenn das Band jetzt reicht, dass ich mir da einen Knoten reinmachen kann. Ich glaube, ich habe es wieder ein bisschen zu kurz geschnitten. Nee. Ich nehme mir jetzt einfach noch ein graues Band, das hatte ich auch noch irgendwo, und mache mir oben eine schöne Schleife hin. Also den besten Tipp, den ich euch geben kann in Bezug auf Schleifen machen, ist Band lang genug lassen. Das ist wirklich der beste Tipp, den ich habe. Okay, jetzt ist hier oben eine Schleife dran, das ist noch ein bisschen Ziere und dann kann man die Schokolade hier wunderschön rausziehen und hat schon eine total süße Verpackung. Ah, okay. Und das ist jetzt auch der Grund, warum das nicht so gut hebt. Also ich habe es ja hier probiert, dass das jetzt ein bisschen gewölbt ist. Jetzt schauen wir mal, wenn ich eine flache Verpackung reinmache, ob es dann besser hebt. Mal das mal schnell austauschen. Nee, auch nicht so gut. Also deswegen habe ich den Magneten eigentlich auf die Oberseite gemacht, dass das dann wirklich auch die Türe zuhält.
Weil wenn da was drinnen ist und das unten drunter verklebt ist, dann ist mein Magnet nicht stark genug. Durch die Wölbung. Also ihr wisst es, wenn ihr was Flacheres habt, dann könnt ihr das ruhig so machen. Und ansonsten vielleicht den Magneten doch so aufbringen, dass man den sieht. Macht ja nichts, oder? Okay, jetzt geht es noch ein bisschen an die Verzierung. Ich habe mir jetzt das Monster, das ist doch total süß, oder? Also das Monster habe ich mir jetzt einfach mal aufgestempelt mit Memento und ausgemalt mit den Markern. Also mit dem Blends. Und das klebe ich mir jetzt einfach hier hinten drauf, dass es dann so rausmarschiert. Natürlich könntet ihr das euch jetzt auch hier hinkleben. Wenn man es dann aufmacht, kommt ein Monster raus. Können wir doch jetzt so machen, oder? Wenn das Magnet da eh nicht ist. Nee, ich mache es so. Und das klebe ich mir jetzt einfach mit Flüssigkleber drauf. Auf meine Innentür. Ich finde, es ist ganz witzig, wenn das so versteckt da rauskommt und nicht direkt da gleich drauf ist. Bisschen draufhalten, dass es schön klebt. Und dann habe ich aus meinem Papierfundus noch ein Glitzerpapier hier rausgeholt. Und falls ihr noch diese alte Stanze habt, die gibt es jetzt glaube ich nicht mehr, da habe ich mir einfach so ein Fähnchen in den Hintergrund ausgestanzt, unter das Boo2U. Wir machen das jetzt einfach ein bisschen anders. Wir schneiden uns da was zu. Ich brauche einfach nur einen kleinen Streifen Papier. Ich mache es jetzt Freihand. Ich wollte gerade mein Schneidebrett nehmen, aber ich traue mich nicht. Wegen der Klinge. Ich brauche die Klingen. So, ich schreibe mir da einfach einen ganz schiefen Streifen. Ja, also das mache ich jetzt noch ein bisschen schöner. Ich versuche das gerade zu machen. Ob ich das so gut gerade schneiden kann? Naja, also gerade ist nicht, aber es geht. Und da mache ich mir einfach so ein Fähnchen draus. Wenn ihr nämlich die Stanze nicht mal habt, dann könnt ihr das auch genauso machen. Einfach in der Mitte einen Schnitt und dann von den äußeren Ecken dazu. Es muss auch nicht perfekt sein. Und das kann ich mir dann so in den Hintergrund kleben. Das geht genauso. Und ist auch rucki-zucki passiert. Und das Ganze klebe ich mir jetzt auf. Einmal das Boo2U mit einem Dimensional. Also mit so einem Abstandskleberchen. Und das klebe ich mir jetzt einfach noch ein bisschen mit ein bisschen Flüssigkleber hier auf. Wir könnten uns das jetzt auch noch einfach noch ein bisschen so in Form biegen. Eine Seite nach oben, eine Seite nach unten. Dann hat es gleich noch ein bisschen Dimension. Und sieht doch ganz süß aus, oder? So, nur warten, bis es angetrocknet ist. Ups. Also ihr Lieben, ich finde, das ist eine total süße Verpackung. Die kann man schnell machen. Man muss es natürlich nicht mit dem Türchen machen. Das ist natürlich ein bisschen aufwendiger, weil man ja natürlich auch das Ausgestempelte ausschneiden muss. Aber wie gesagt, das ist die schnelle Variante und geht genauso. Und finde ich, brauche gar nicht mehr. Also ich bin erstaunt, weil normalerweise mache ich ja immer noch ein Band hinten rein oder hier einen Glitzerstein und da. Aber ich finde, das reicht so vollkommen durch das schöne geprägte Papier. Und diese süße kleine Figur, die ausgemalt ist, finde ich, ist das eine super Verpackung. Und ihr könnt euch das natürlich auch kleiner machen. Wenn ihr jetzt nur ein Haribo da reinbauen wollt, macht es euch ruhig kleiner, dann kriegt ihr noch mehr aus einem Papier raus. Und müsst euch die nicht hier zusammentackern mit 100.000 Tackern, damit sie ja mal hebt, gell? Das ist der Vorführeffekt heute. Meine Güte. Okay, und das ist das, was wir heute gemacht haben. Ich habe jetzt hier was ganz Flaches reingemacht, auch so ein Haribo-Teilchen. Ja. Also dann hebt es auch mit dem versteckten Magnet ganz gut. Hier das kleine Monster. Hui, das ist einfach süß. Ja, ich hoffe, euch gefällt die Idee. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Wenn euch das Video gefallen hat, dann könnt ihr mir gerne einen Daumen hoch geben. Und wenn es euch richtig gut gefallen hat und ihr gerne mehr von meinen Videos sehen wollt, abonniert einfach meinen Kanal und drückt dabei diese Glocke. Dann werdet ihr immer kostenlos informiert, wenn ich ein neues Video hochlade. Schaut unbedingt auch das Video von meinem... Also unseren ersten Teil, also unser Team, quasi unser Team-Challenge-Video an, wo ihr die ganzen tollen Kartenideen von den Mädels seht. Und ja, ich freue mich auf euch. Bis zum nächsten Mal und vielen Dank fürs Zuschauen. Tschüss!